So, da kommen wir zum ersten Kampf mit zwei Kämpferinnen an diesem Abend in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Angesetzt sind drei Runden, eine Runde dauert zwei Minuten. Aus der blauen Ecke kämpfen, das ist Cindy Kranisch. Sie ist 26 Jahre jung, bei 1,71 Meter. Ihr gegenüber steht Jennifer Ries, 18 Jahre jung, bei 1,60 Meter mit den roten Handschuhen. Und da haben wir schon auch hier einen Reichweitenvorteil auf jeden Fall von Cindy Kranisch. Auch ein bisschen mehr Erfahrung, auch ein bisschen älter mit 26 Jahren. Es ist ihr vierter Kampf heute und der erste Kampf für die Jennifer Ries mit den roten Handschuhen. Mittlerweile der Frauenkampfsport auch fest etabliert in der Kampfsportbranche, auch bei den ganzen Kampfveranstaltungen. Es ist technisch richtig gut geworden. Die Frauen stehen den Männern in nichts nach. Ja, stellenweise technisch auch noch besser. Und auch heute an diesem Abend ist ein Hauptkampf, ist ein Frauenkampf. Da geht es um die deutsche Meisterschaft. Also das hat sich richtig, richtig positiv entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Und das ist auf jeden Fall ganz große Klasse. Beide Kämpferinnen sind hier auch noch ein bisschen verhalten am Anfang. Ja, jetzt versucht Cindy Kranisch ihre Reichweite auszunutzen. Ja, das ist wichtig, wenn man 10 cm größer ist, dann muss man damit oder sollte man natürlich damit arbeiten, den Gegner nicht an sich ranlassen, die langen Fäuste, lange Arme machen, lange Beine machen, sodass die Gegnerin erst gar nicht an sich rankommt. Ja, sie versucht, ja. Aber jetzt genau, Jenny versucht den Weg nach vorne. Das ist ein Weg, Kämpferin zu stellen. Aber man ist natürlich auch etwas eingeschränkter. Ja, das war eine gute erste Runde von beiden Kämpferinnen. Nicht so hektisch angegangen. Auch, wie gesagt, das ist ja der erste Kampf für die Jennifer Ries. Hat das wirklich großartig gemacht mit ihren 18 Jahren. Da überlegt, in den Kampf zu gehen, nichts zu überstürzen. Und das ist die Herausforderung, dass man versucht, den Kampf anzunehmen, aber auch sich die Zeit so einteilt, dass es für alle drei Runden reicht. Und dann am Ende auch die Entscheidung für sich zu erhalten, den Kampf dann auch nach Hause zu bringen und zu gewinnen. Ramin Abtin hatte mal einen guten Satz gesagt, am Ende gewinnt immer der beim Kickboxen oder auch beim K1, der die bessere Kondition hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Aussage. Am Anfang, ich habe viele Kämpfe gesehen. Dortmund gab es einen Kampf mit einem, der hieß das Beast. Ja, auch wirklich ein schwerer Kämpfer, ein kräftiger Kämpfer. Aber er hat einfach in der ersten Runde alles verballert. Und dann war die Luft komplett raus und er ist stehend umgefallen. Und da ging es eigentlich nur für seinen Gegner darum, irgendwo die erste Runde zu überstehen. Und dann in der zweiten Runde war das ein dankbares Geschäft. Jetzt aber hier direkt Vollgas in Runde 2. Und hier auch klare Treffer gesetzt von Cindy Kranisch, die eine gute Jab-Punch-Kombination reingebracht hat in ihr Ziel und auch Treffer gelandet hat. Jetzt wieder. Ja, das macht sie schon gut. Schnelle Fäuste, Jab-Punch abwechselnd und dann wieder raus. Ihre Reichweite auszunutzen, mal auch die Beine anzusetzen, sehr, sehr schön, ja. Gut gemacht. Ja, da ist natürlich schwer dann für die Jennifer da ranzukommen an die Gegnerin. Kleine Ermahnung, den Kopf nicht nach unten zu nehmen, nicht mit dem Kopf voraus nach vorne zu laufen. Ja, das sieht auch noch gut aus, locker, wieder raus. Da spielt die Erfahrung sicher auch noch eine Rolle. Cindy Kranisch ist 26 Jahre und hat auch schon ein paar mehr Kämpfe gemacht. Und mit 18 Jahren da so trotzdem ja in den Ring zu steigen und auch eine Ruhe zu bewahren. Da gehört allerhand dazu, also auch da auf jeden Fall großartig. Hier aktuell. Jetzt im Vorwärtsgang versuchen, die Distanz zu überbrücken, nah ranzukommen an die Gegnerin. Das macht sie gut oder was bleibt ihr anders übrig? Sie muss jetzt auch Vollgas geben, sie muss an ihre Gegnerin dranbleiben, die Jennifer, um die Runde gewinnen zu können. Die klaren Treffer, auch ganz am Anfang der Runde, hat auf jeden Fall Cindy Kranisch gesetzt. Punch-Kombination, auch hier wieder, die Gerade kam durch. Kniekick auch mit dabei, immer wieder. Ja, sie behält die Übersicht.
versucht, Lücken auszumachen, ja, und wieder aufs Kinn. Schöne Runde von beiden, aber aus meiner Sicht hier auch Cindy Kranitsch vorne. Sie macht das wirklich gut, sie bleibt ruhig. Sie nutzt ihre Reichweitenvorteile aus und so kann man dann auch die Runden für sich entscheiden. Aber beide Kämpferinnen richtig gut. Jetzt werden wir eine dritte Runde sehen. Ich denke auch, dass Jennifer Ries hier nochmal alles probieren wird. Und das muss sie auch, um gewinnen zu können. Da muss sie jetzt auch überzeugende Punkte setzen, damit die Punktrichter die Runde für sie werten. So, Andreas Grub, ihr Trainer, versucht jetzt nochmal auf Cindy einzuwirken und ihr jetzt nochmal alles mitzugeben für die letzte Runde. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist genau das. Sie soll nach vorne marschieren, sie soll versuchen, die Reichweite zu überbrücken und nah ranzukommen, ihre Gegnerin zu stellen. Wir werden sehen, wie sie das umsetzen kann. Das hat Cindy Kranitsch bisher wirklich gut gemacht, ihre Gegnerin auf Distanz zu halten und auch so immer wieder mit den Geraden, ja, Treffer zu setzen. Ja, genau. Jetzt hat sie es gut gemacht. Mit dem Frontkick versucht, ja, das scheint eine Schwäche ausgemacht zu haben. Mit zwei, drei Frontkicks gut angebracht und auch getroffen. Ja, und wieder. Marschieren höre ich aus der Ecke. Marschieren, Frontkick, marschieren, Jab Punch. Ja, und wieder versucht, mit dem Frontkick reinzugehen, aber das scheint ein Mittel zu sein, haben die Trainer gut aufgepasst, wo sie durchkommt und danach noch eine Jab-Punch-Kombination, aber jetzt ja, ganz klare Treffer gelandet hier von Cindy Kranitsch. Ja, Jab-Punch-Kombination, lange gerade und dann nochmal ein Kick zu Leber und wieder Jab-Punch und raus, ja, das macht sie schon gut, da ist das Alter sich auch mit entscheiden. Sie bringt da Erfahrung mit, sie bringt eine Coolness auch mit, relativ ruhig. Ja, aber auch hier muss man Jennifer Ries auch wirklich loben. Sie ist erst 18 Jahre und versucht hier trotzdem mitzugehen. Ja, ja, und marschiert nach vorne, nimmt das Risiko auch in Kauf, getroffen zu werden. Aber sie weiß, dass sie arbeiten muss, um die Runde zu gewinnen. Jetzt gehen die Arme runter. Immer wieder Treffer. Keine richtigen Wirkungstreffer oder zumindest sieht es von hier unten so aus. Ja, sie atmen schwer, aber es war jetzt noch kein Treffer, schwerer Treffer dabei von Cindy Kranitsch. Immer wieder getroffen, aber noch kein Wirkungstreffer so, um den Kampf vorzeitig zu entscheiden. Aber auch aus meiner Sicht, die Runde geht an Cindy Kranitsch. Ich bin gespannt, wie die Punkterichter entscheiden. Es war auf jeden Fall ein toller, guter Kampf von den beiden Mädels. Wow! Hey, tipptopp! Tipptopp, Maus! Tipptopp! Wunderbar! Minimalziel erreicht! Super! Super gekämpft! Viel Spaß mit dem Minimalziel! Kämpferinnen in ihre Mitte. Der Punkt, der Kampf geht einstimmig in die blaue Ecke. Und damit an Cindy Kranitsch. Sehr, sehr guter Kampf von beiden Kämpferinnen. Auch Jennifer mit den 18 Jahren hier einen tollen Kampf abgeliefert. Nochmal versucht am Ende alles zu geben. Da spielt die Erfahrung auch eine Rolle, sicher auch die Reichweite. Haben sie beide wirklich gut gemacht. Und am Ende ging der Sieg dann an Cindy Kranitsch. Toller Kampf, ihr beiden. Nochmal großer Applaus für die beiden Damen. Klasse!